eine Gegendemonstration. Ja, wir sind hier am Bahnhof Essen-West und hier sind, haben mehrere Veranstaltungen stattgefunden, unter anderem eine Veranstaltung der NPD und eine Gegendemonstration mit unterschiedlichen Anmeldern, also mehrere Kundgebungen gegen diese NPD-Demonstration. Ja, die Veranstaltung lief grundsätzlich relativ ruhig ab. Wir haben ausreichend Polizeikräfte hier zur Verfügung stehen und waren auf alles vorbereitet. Es ist leider bei einem Aufzug der NPD zu Zwischenfällen gekommen, zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Unter anderem wurden Gegenstände aus einem Fenster eines Hauses auf Mitglieder der Demonstration geworfen und es kam an einigen Stellen zu Durchbruchsversuchen von mehreren hundert Demonstranten, wo wir dann leider auch Pfefferspray und Einsatzmehrzweckstücke einsetzen mussten. Ja, das Schwierige ist natürlich immer, man weiß nie ganz genau, was auf einen zukommt. Man muss die Örtlichkeit richtig einschätzen. Und ich glaube, die gute Vorbereitung und die Trennung, es hat jeder das Recht, seine Meinungsfreiheit zu äußern. Und wir haben den Menschen die Gelegenheit dazu gegeben. Ja, wie hier vor Ort ja zu ersehen ist, sind wir mit ausreichend Kräften vor Ort gewesen. Wir haben unter anderem auch einen Hubschrauber im Einsatz gehabt, der teilweise die Situation von oben beobachtet hat. Und wir hatten auch Wasserwerfer im Einsatz. Das heißt, sie standen zur Verfügung, wenn etwas passiert wäre. Ja, bis auf die Zwischenfälle, die leider passiert sind, sind wir grundsätzlich mit dem Einsatz zufrieden. Denn wir haben allen Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung frei zu äußern. Die Kundgebungen konnten alle durchgeführt werden. Straftaten, die passiert sind, dagegen werden wir vorgehen, die werden wir anzeigen und die werden entsprechend überprüft und nachbereitet.